Yo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar geht es um die neu erschienene Naruto App, Naruto Ultimate Ninja Blazing. Und zwar habe ich mir einfach mal gedacht, dass wir so ein kleines Summon Video machen, denn ich habe einige Steine angesammelt. Und um ehrlich gesagt brauche ich auch ein paar neue Charaktere, um eben in der Story weiterzukommen, weil es halt etwas schwieriger geworden ist. Und ich habe mir gedacht, bevor ich das Ganze einfach offline machen werde, tue ich das Ganze aufnehmen und vielleicht werde ich mit etwas Glück was Gutes ziehen. Ich würde sagen, wir labern nicht lange rum und legen direkt los und gehen zum Summon. Also Leute, aktuell gibt es eben ein Event, wo man eben hier ein Summon machen kann, wo man eben für statt 50 Steine eben 30 zahlen muss. Und man kann schon hier sehen, dass man gute Charaktere ziehen kann. Ich würde mich am meisten auf Kakashi oder Shikamaru freuen. Jiraiya wäre natürlich auch nicht schlecht oder Neji, Shino, also wie gesagt, Hauptsache ein 5-Sterne-Charakter, dass ich endlich mal ein bisschen weiterkomme in der Story, weil ich habe bis jetzt nur Itachi gehabt. Und ja Leute, unten gibt es noch ein neues Summon und zwar ist da eben Haku drauf, aber das kostet 50 Steine oder Kristalle und ich würde sagen, dass wir da ein paar Single-Summons machen, aber in erster Linie will ich einfach mal zwei Multisummons. Und ja Leute, beginnen wir einfach mal mit einem Single-Summon von Haku. Los geht's. Also Leute, wir müssen jetzt das hier runterdrücken. Und ich finde es einfach ziemlich lustig. Schaut es euch mal. Yo, und Sasuke kommt da auch schon direkt. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn Sasuke kommt. Und eine weiße Aura. Oder silberne Aura. Und wir haben Kisame gezogen. Nicht schlecht. Ich glaube, es wird aber ja nur 4 Sterne und keine 5. Aber dennoch, Leute, Kisame. Ziemlich nice aus einem Single-Summon. Und ja, ich würde einfach sagen, dass wir jetzt das Multisummon hier machen. Also zwei von diesen Multisummons. Und dann schauen wir mal, was ich ziehen werde. Ich hoffe echt was Gutes. Man hat halt eben die Aktion, dass man 3 Multisummons machen kann, eben für 30 Kristalle. Ansonsten kosten die halt einfach 50. Und ja, Sasuke ist jetzt nicht erschienen, was ziemlich blöd ist. Schade, Leute. Ah doch, doch, Sasuke ist da. Nice. Okay, wir haben 3 rote und sonst nur silberne Auren oder keine Ahnung, was das sein soll. Und ja, okay, das ist jetzt nicht wirklich gut. Kaku. Dann haben wir Jiraiya gezogen, richtig nice. Freue mich, Jiraiya. Ino. Und wen kriegen wir jetzt? Und nochmal Itachi. Aber wie gesagt, das ist nicht der Itachi, den ich vorher gezogen hatte, sondern nur ein 4-Sterne-Itachi. Aber dennoch, immerhin. Ah, Shizune. Nicht schlecht. Leider nur 3 Sterne, aber was soll's. Dann Soji. Kimimaru. Ich denke auch ein ziemlich starker Charakter. Okay, wer das war, weiß ich gar nicht mehr vom Namen. Ibiki. Ich weiß nur, dass er gegen den Kampf von Pain ist er aufgetreten. Und wir haben auch einen Hyuga gezogen. Ich glaube, es ist der Vater von Neji. Genau. Müsste der Vater von Neji sein. Und als letztes haben wir den guten Jirobo gezogen. Also er gehört zu den Sound Ninjas. Ja Leute, das war's von diesem Pack. Ich hoffe, wir haben beim nächsten Pack ein bisschen mehr Glück und ziehen eine 5-Sterne-Karte. Würde mich auf jeden Fall da freuen. Und ja, legen wir einfach los mit dem zweiten Multisummon. Ich glaube, wenn ich das so ein bisschen hoch und runter, wenn ich das die ganze Zeit so hoch und runter bewege, habe ich vielleicht mehr Glück. Das sieht auch ziemlich lustig aus. Und ja, guck, ihr seht schon, der Suche kommt von Anfang an. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und wir haben sogar noch Sakura. Okay, Leute, das sehe ich zum ersten Mal, dass Sakura auch noch kommt.
Ich weiß gar nicht, wie kann denn alles erscheinen? Okay, wir haben jetzt hier eine gelbe Aura, die ziemlich hervorsticht. Oder eine goldene, ja. Okay, wir haben Anku gezogen, genau, Anku. Dann eben eine goldene und das war nochmal Jirobo, nur eben jetzt in Super Rare. Das heißt, 5 Sterne, genau. Ja, Leute, ich mag den Charakter zwar nicht, wobei in Storm 4 gefällt mir sein Moveset eigentlich ziemlich von den ganzen Sound-Ninjas. Also, ist auf jeden Fall nice und wir haben eine 5-Sterne-Karte gezogen. Schade, dass es nicht Kakashi war. Und ja, wir haben den Vater von Soji gezogen. Soja. und hier den Vater von Ino. Jetzt fehlt nur noch der Vater von Shikamaru. Dann haben wir das Trio komplett. Okay, nein, wäre jetzt zu schön gewesen, wenn jetzt Shikamarus Vater gekommen wäre. Mitsuki. 4 Sterne und ja, wieder so ein Ninja. Aus dem, ich glaube aus dem Dorf von Gaara, ja. Und ja, Karten hatten wir schon. Also nicht wirklich was Besonderes, außer Jirobo eben mit den 5 Sternen. Und ja, Leute, im Grunde genommen war es das eben dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe einfach mal mir gedacht, bevor ich das Ganze privat öffne, tue ich das Ganze aufnehmen und zeige euch. Und wie gesagt, Leute, das ist jetzt auch keine Serie, die regelmäßig kommen wird, sondern wie gesagt, ab und zu mal, vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat oder vielleicht ist es auch das letzte Video zu diesem Spiel gewesen, je nachdem, wie es bei euch ankommt und wie es euch gefällt. Und ja, Leute, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst da eben eine positive Bewertung da oder schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's dann auf jeden Fall von diesem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Mautoxi. Ciao!